ein sehr bitteres Spiel für uns Verlauf, da wir hinten sehr gut standen. Hatten wir natürlich ein bitteres Gegentor durch so eine Situation. Wenn man so eins bekommt, ist auch erstmal ein kleiner Rückschlag. Aber diesen Rückschlag haben wir gut weggesteckt, haben sofort weitergemacht, haben uns nie aufgegeben, standen hinten sehr, sehr gut, haben wenig Chancen zugelassen. Und ja, natürlich jetzt das Ding hier zum Schluss, das muss drinne sein, dann hätten wir auf jeden Fall einen hochverdienten Punkt mitgenommen. Wir haben am Anfang sind wir eigentlich ganz gut reingekommen. Wir haben dann aber zu viele Chancen auch zugelassen für die St. Paulianer, was wir einfach nicht machen dürfen, beziehungsweise was wir verbessern müssen auch noch. Und haben das 1:0 dann aber gut genutzt aus dieser Situation auch, die dann passiert ist. Waren dann einfach eiskalt auch in dieser Situation und haben es dann zur Halbzeit gut runtergespielt. Es ist bitter gelaufen, man spielt den Ball zum Torwart hinten zurück. Dann auf dem Platz verspringt er hier auch schnell, dann ist er versprungen. Er trifft ihn schlecht und dann, wie es der Zufall wollte, heute gegen uns, springt er genau in die Füße des Wolfsburgers und er macht das Ding natürlich. Ja, die Mentalität war sehr gut, fand ich, von uns. Wir haben nie aufgehört, wir haben immer alles gegeben. Und also was wir mitnehmen können, ist auf einmal, dass wir weiter so spielerisch auch weitermachen müssen und auch kämpferisch und Mentalität muss auch ganz genauso weiter beibehalten werden. Und man hört es ja, jetzt ist die Stimmung ganz gut.